Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Evoland 2. Ja, du darfst dich auch vorstellen. Ja, hallo, hier ist die Ripka und ich bin auch wieder dabei, wie immer. Und ja, wir machen hier gerade eine Aufnahme auf den letzten Drücker, deshalb wird sie auch nicht sonderlich lange sein. Bei dem ganzen Halloween-Video-Upload-Vorbereitung, Gedönse, Kirchen, Dings, Tun, Taten, Töten, Taten, Tieten. Oh, guck mal, in der Zeit das so von oben zu sehen, ist sehr cool. Ich wette, irgendwie kommen wir da später noch hin. Jedenfalls, wir nehmen auf den letzten Drücker auf, heute ist der erste. Das heißt, ihr kriegt heute eine ganz, ganz frische Folge, aber deswegen nehmen wir auch nicht sonderlich lange auf. Ich habe es halt in den ganzen Halloween-Gedöns ein bisschen verpasst, genug Vorlauf zu haben. Ich hatte wirklich nur bis zum 31. Tja. So. Oh Mann, an diese Zeitverschiebung werde ich mich nie gewöhnen. Und wie beim letzten Mal gesagt, Rübka kümmert sich jetzt um die... Was machst du? Rübka, ich habe ja mit denen schon gesprochen, deshalb. Ja, ja. Rübka kümmert sich um die Dreh... Ich meinte eher, dass du gegen das Leuchtding gerannt bist. Ja, ich dachte, ich kann es anklicken. Rübka kümmert sich um die Tränen, um den Tränenabschnitt. Ich will ja nämlich den anderen tollen Abschnitt machen und... Ja. Wie habe ich die gesprochen? Sprich einfach irgendwie. Ihr müsst das Fragment des Magischlüssels finden, Cyrus. Helft dem Hüter im Heiligen Hain. Achso, ich muss da rein. Okay. Genau. Rübka kümmert sich jetzt um die Nymphen hier und ich mache dann die Dämonengeschichte, nur weil ich jetzt schon dann zweimal hintereinander gespielt habe und dann heute ja ein drittes Mal, haben wir gesagt, nee, komm, das können wir nicht machen. Sie muss auch mal wieder spielen. Die muss sich auch mal wieder aufregen, quälen und jammern, dass sie es nicht schafft, obwohl sie es schafft. Hä, ich dachte, wir müssen nur noch die Träne abgeben. Was ist denn jetzt hier? Ja, wir müssen uns durch den Heiligen Hain kämpfen. Versuch mal, ob du mit einem der Superfähigkeiten... Ja, du. Dann vielleicht Seon? Ja. Also unten kannst du auf jeden Fall mit Rübkas Kraft voran. Naja. Da ist ein Busch zum Zerschneiden. Da rechts ist ein Busch zum Zerschneiden. Da hätte ja Geld drin sein können. Was ist das? Wow, wow! Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja, dann solltest du nicht in seine Nähe. Dann solltest du lieber da auf dieses blaue Portal dich drauf bewegen. Hab ich mich gerade erschreckt. Ich konnte mich echt nicht bewegen gerade. Ja, glaub ich dir ja auch. Ist doch gut. Wie du dich sofort versuchst zu rechtfertigen. Jetzt kill doch mal die Monster. Rübka, was wird das? Ah. Oh, guck mal, jetzt sind diese grünen Dinger klein gewachsen. Das heißt, du darfst dich nicht vor ihnen bewegen, du musst wieder nach oben. Töte die Monster. XP. Ja, und dann berühre ich wieder dieses komische Vieh und bin wieder tot. Du sollst ja auch nicht zu dem Vieh, du sollst ja warten, bis sie zu dir kommen. Ja, siehst du? Na, komm, komm. Put, put, put. Jawohl. So, jetzt kannst du hier oben. Und dann weiter nach oben und dann müsst du da weit. Oder so. Einfach gegenlaufen. Jetzt geh aber erstmal nach oben. Ha, genau wie ich es mir gedacht habe. Warte, 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 dann geh erstmal hier. Ich weiß nicht, welcher Weg der richtige ist. Nein, geh erstmal hier lang. Ich will alles sehen, ich will nichts verpassen. Toll. Kannst du irgendwo in die Büsche rein? Wie in dem hier Dingswald, weißt du noch? Mit den Zombies. Da gab es doch auch so geheime Buschwege. Ja, hier wirst du nicht rein können. Nee, dann. Dann auf die andere Seite. Aber warum? Guck mal, hier kommst du jetzt auch nicht weiter. Irgendwas muss ich... Oh! Dann kannst du jetzt hier rüber. Oh, ich verstehe. Was ist das? Da war in der Zukunft war da ein Portal. Halt, 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 geh mal oben, geh mal da am Stein vorbei.
Guck mal, da ist doch am Stein ein Weg. Gut, was willst du von mir? Sprich hier bitte keine polnischen Schimpfwörter. Ich komme da nicht. Ja, aber das hast du ja nicht mal versucht. Vor allem, das hab ich gesehen. Vor allem ein polnisches Schimpfwort klingt wie eine Beleidigung gegen eine gewisse Völkerrasse. Das solltest du vielleicht weglassen. Okay, ich glaube, da unten solltest du auch nicht was hin. Ist das denn? Siehst du das? Ja, dann geh bitte da nicht hin, du stirbst wahrscheinlich. Wir müssen irgendwie den, glaube ich, von rechts rüberschleudern. Wohin rennst du? Ich wollte in die Zeit wechseln. So, gehen wir links. Jetzt musst du hier wahrscheinlich... Guck dich erstmal unten um, bevor du die Zeit wieder wechselst. Ja, wenn du da unten lang gehst, wird er dich attackieren. Das heißt, du musst dann hier wahrscheinlich durch die... in die Zukunft. Ja. Wir sind in der Zukunft. Hui. Die nicht so toll, ehrlich, aussieht. Also ich finde immer noch, dass die Zukunft im ersten Teil besser aussah als die Zukunft im zweiten Teil. Alter, die Katzen im Hintergrund. Unglaublich. Furchtbar. Nee, die kannst du nicht kaputt. Die kannst du nicht kaputt machen. Kann ich rausreißen irgendwie? Nein. Guck doch mal dich jetzt da unten bitte um. Hat er jetzt die Augen zu? Ja. Der da auch. Kannst du mal vorsichtig da nach links gehen? So viel zu kannst du vorsichtig nach links gehen. Aber gut, du kannst den hier rüberschleudern. Soll ich? Ja, natürlich. So. Ich frage mich nur... Also eigentlich ist es ja so, die Zukunft... Also, wenn du in der Zukunft was veränderst, sollte es ja in der Vergangenheit nicht verändert sein, ne? Ich wundere mich, aber in diesem Wald gilt ja das ganze Konstrukt von Zeit nicht so. Halt! Wieso halt? Du hättest den Busch da oben nochmal. Geh nochmal bitte in die Zukunft. Oh. Alles um... Nee, nicht... Was für ein scheiß Busch jetzt schon da wieder. Da rechts der Busch. Jetzt hör doch mal auf, bitte dich aufzuregen. Du regst mich auf, nicht das Spiel. Ja, ich sag nicht, dass das Spiel dich aufregt. Ich sagte, hör auf, dich aufzuregen. Ich habe nicht gesagt, hör auf, dich über das Spiel aufzuregen. So. Ja, und jetzt? Es hätte ja sein können, dass dieser Baum hier noch ist, dass du auf die andere Seite kannst. Alles absuchen. So, du musst noch weiter in die Vergangenheit. Ich weiß. Die ist XP. Wir müssen stärker werden. Oh, Rübgar, renn nicht vor den... Nee, bitte töte alle Monster immer. Wir brauchen die XP. Hör auf, dich da immer zu drücken. Es ist jetzt nicht so, dass du so schlecht spielst, dass du Angst haben musst, dauernd zu sterben, ja? Da siehst du, der Baum hält nämlich dieses andere Wesen davon ab, seine Fähigkeit nach oben auszuweiten, sodass wir da oben jetzt lang können. Wow. Alter, hab ich mich erschreckt. Warum erschreckst du dich? Es ist ja nicht mal so, als wärst du gruselig. Das heißt, ich kann hier nicht mehr zurück, oder was? Nein, scheinbar nicht. So. Okay, da unten ist gefährlich. Dafür musst du in die Zukunft. Weil dann schläft er, dann kannst du da lang. Dann gehst du erstmal nach oben, noch nicht in den Innersportal. Nein. Okay, hier ist aber nicht mehr viel. Huch, der hat dich direkt in die Zukunft verfrachtet. Okay. Oh. Den musst du wohl von unten nach oben schleudern. Ich hab Angst, dass der mich angreift. Nee, der läuft nur. Und dann schläft er wieder. Und jetzt musst du wieder in die Vergangenheit. Ja, da siehst du es ja.
Und dann kommen jetzt wieder die Ranken raus. Oh, guck mal, Super Mario Pilze. Geh doch mal bitte erst nach links. Nicht direkt über den Pilz, der wahrscheinlich dann groß wird, dann kommst du wieder nicht durch. Okay, jetzt sehen wir, da müssen wir was versperren. Wieder. Jetzt kannst du nach unten. Vorsicht, da ist ein Baum, der irgendwie gefährlich aussieht. Okay, sieht doch nicht gefährlich aus, aber irgendwas blinzelt doch da an dem Baum. Ah, ich sehe, was wir tun können. Ja, ich auch, aber wir gehen erstmal nach links. Nach rechts meine ich. Wir müssen mit Salia da übers Eis drüber. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ist ja schön. Oh, geht nicht. Ja, zumindest nicht in der Vergangenheit. Oh, Glückspilz. Ja, dann vorsichtig. Was zum... Wie jetzt? Wo jetzt? Kannst du da ganz, ganz unten über den Schlamm gehen? Also da ganz unten, der hat ja... Nein, da, wo der Schatten, da werde ich sterben. Versuch es doch bitte, da wo der Schatten... Weißt du, wo ich dann rauskomme? Wahrscheinlich ganz am Anfang. Nein, glaube ich nicht. Wenn ich ganz am Anfang rauskomme, beiß ich dich. Nein, beißt du nicht. Okay. Siehst du, sag ich doch. Nicht und ganz wo am bin Anfang. Ich jetzt? Ja, du bist da, wo du das letzte Mal das Portal benutzt hast. Kannst du denn den roten Pilz hauen? Nee, mach mal Seons Fähigkeit auf den roten Pilz. Seon. Jawoll! Auf die Weise kommen wir voran, siehst du? Ah, ja. I'm such a brain. Warte, warte, erstmal nach unten. Was ist unten? Da bist du. Wow, da hast du dich noch gerade gerettet. Alter, also da nicht hin. So. Ja, dann hier die Büsche abschneiden. Und dann in die Zukunft. Welche auch immer das sein wird. Oh, guck mal, da waren Truhen. Okay. Jetzt kannst du nach unten, weil jetzt schläft der. Genau. Du musst jetzt hier nach rechts. Und den Pilz musst du mit Seons Fähigkeit klein machen. Okay, das geht nicht. Du musst in der... Nee, du musst wieder in der Zeit zurück. Du musst in der anderen Zeit den Pilz, da den blauen, den musst du klein machen. Und dann musst du erst durchs Portal. So, jetzt musst du... Genau. Oh, wir sind so gut. Da ist ein Block. Jetzt vorsichtig nicht durchs Portal gehen. Ja, tötest du die kleinen Viecher auch? Ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Geh mal jetzt... Warte, geh erstmal rechts den Weg lang. Geh erstmal rechts den Weg lang. Jetzt hier hoch. Ja, da ist nämlich das Schleimviech, das jetzt schläft. Und jetzt kannst du da rechts diesen kleinen Pfad und bestimmt kriegen wir eine Truhe, siehst du? Mhm. Oha. Nimm das Steuerkreuz statt dem Gamepad. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Gamepads sind nicht fein ausjustiert. Mit Steuerkreuz arbeiten ist viel besser. Gerade beim Xbox ist das Gamepad furchtbar. Nee, nicht Gamepad, Joystick. Ja. Das Joystick ist furchtbar beim Xbox-Controller. Ach du. Du kannst den da nach oben hauen. Ach, das ist diese Tomate, die rumgesprungen ist. Die ist jetzt so groß geworden.
Ich... Oh Gott, wir müssen im richtigen Moment durch die Zeit, wenn es uns hier nicht den Weg versperrt. Kannst du den wegschleudern? Irgendeine Fähigkeit. Eine Stufe reicht. Nein, kann ich nicht. Oh, dann versuchen wir hier durch die Zeit. Oh, ich ahne, was wir machen müssen. Wir müssen sie einfrieren. Wir müssen sie einfrieren, schnell wieder rüber und dann durch die Zeit. Geh weg. Du hast sie zu spät eingefroren. Nee, der war hier. Ja, aber er bewegt sich ja noch. Der kommt immer dorthin. Er kommt immer in die Stelle. Ja, nee, irgendwie... Wir müssen den irgendwie schon töten können. Jetzt hör auf, dich aufzuregen. Meine Güte, reg dich mal ab. Es ist nur ein Spiel. Kannst du den jetzt attackieren? Mit was denn? Ja, einfach draufhauen. Okay. Kannst du Seance-Fähigkeit... Ja, renn doch nicht weg. Kannst du Seance-Fähigkeit dagegen anwenden? Das ist quasi Platz, weil Seon von oben drauf springt. Und Rübgas-Fähigkeit? Ich glaube, du musst es einfrieren an der richtigen Stelle. Du musst es so einfrieren, wenn es oben ist, weil es kann sich immer noch bewegen. Und wenn du dann erst rüber rennst und es sich noch rüber bewegen kann, ich glaube, es hat sich noch weit genug bewegt. Ja, mach, 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 mach! Und jetzt schnell rüber. Okay. Nee, weil es jetzt schon schläft. Es bewegt sich gar nicht mehr. Rupke, es hat sich aber gerade bewegt. Es ging um die Bewegung gerade. Ja, so. Aber du siehst ja, ne? Es pennt immer da unten in der Ecke. So, wäre dies nun auch für dich bewiesen?